Moin, ihr Lieben. Es ist 10 Uhr, ich würde gerne anfangen. Ich hoffe, dass wir uns sortiert bekommen. Ihr habt gute Treppenplätze gefunden. Hier vorne, also ich würde jetzt bis hier laufen. Also ihr könnt euch da gerne noch hinsetzen, wenn ihr wollt. Also Fußboden stehen die ganze Zeit, ist glaube ich doof. Ja, krass. Ich bin ja volle Seele gewöhnt, ne? Aber das ist jetzt so ein bisschen klaustrophobisch, was hier passiert. Guten Morgen. Ich würde heute gerne über selbstorganisierte Teams sprechen, wie man mit denen liefert. Zwar echt schnell und gut. Und bevor ich einsteige und euch erkläre, was eigentlich Selbstorganisation heißt, ist ja so ein tolles Wort aus dem Agilen Manifest und keiner weiß, was das eigentlich heißt. Zwei Worte zu mir. Mein Name ist Judith Andresen. Ich bin Agile Coach und Organisationsentwicklerin und mit einem Team von insgesamt 17 Leuten wollen wir echte Zusammenarbeit möglich machen. Jedes Mal, wenn ich hier bin, verkünde ich eine neue Zahl. Es freut mich sehr. Gut. So wie immer, ich habe nicht genug Folien für 45 Minuten. Also ihr werdet mit mir reden müssen. Nein. Also reden hilft, habe ich gehört. Und ja, du kannst eine Frage stellen. Die Frage war, was eine Organisationsentwicklerin ist. Eine Organisationsentwicklerin ist ein Mensch, der oder die Unternehmen dabei begleitet, sich zu verändern. Also Veränderungsprozesse auf einer Organisationsebene begleitet. Okay? Gut. Also stellt Fragen. So, was haben wir vor uns? Ich würde gerne darüber nachdenken mit euch, was heißt es eigentlich, an einer Aufgabe zusammenzuarbeiten? Weil was wir total gut können, ist einzelne Aufgaben für uns selbst machen. Und der Trick ist, in Teams zusammenzuarbeiten. Und dafür muss man so eine Aufgabe sichtbar machen. Und zwar nicht so, dass da lauter Einzelaufgaben bei rauskommen, bei denen Leute nicht mehr miteinander reden, sondern man braucht was, an dem man gemeinschaftlich arbeitet. Wenn man das hat, dann hat man noch ein Riesenproblem, weil alles, was wir gelernt haben, ist, Dinge einzeln gut und perfekt zu machen. Zack, sind wir im Tunnel und reden nicht mehr miteinander. Dann wird da schon wieder nichts mit dem Zusammenarbeiten. Das ist die Frage, also wie gehen wir mit so einem Tunnel um? Also wir nennen das bei uns jemand im Tunnel sein. Kennt ihr das Sprachbild? So. Und wir sind relativ häufig im Tunnel. Aber zusammenarbeiten, zusammen liefern geht nur außerhalb des Tunnels. Dann ist die Frage, wie kommt man denn da jetzt hin? Also vor den Tunnel zusammenarbeiten. Also was kann ich dazu beitragen, dass wir das hinkriegen? Und am Ende kommt Liefern dabei raus. Also das ist das, was ich heute erzählen will. Und um das deutlich zu machen, über welche Dimension ich rede, wenn ich sage, selbstorganisierte Teams liefern besser, hätte ich jetzt mal ein paar Beispiele. Wir sind mal in einem Unternehmen gewesen, die haben für einen bestimmten Projekttyp ungefähr 1,5 Jahre gebraucht. Und die haben das so gemacht, da hat sich einer am Anfang sehr viel Gedanken gemacht, hat das aufgeschrieben und dann haben sie die Aufgaben immer so weitergegeben. Also da war auch noch viel Wasserfall drin und es hat sich wahnsinnig hingezogen. Und nachdem wir trainiert haben, dass die im Team zusammenarbeiten, haben sie für exakt denselben Projekttyp 6 Wochen gebraucht. Und wenn man sich fragt, was ist eigentlich passiert zwischen den 1,5 Jahren und den 6 Wochen, ist die wesentliche Nachricht, die haben an einer Aufgabe für 6 Wochen gearbeitet und geliefert und sie haben zusammengearbeitet. Und jetzt ist meine Riesenfrage, ist ja ein super einfaches Rezept, ne? Warum machen wir es nicht einfach? Also, die Frage war, wie groß das Team war, das hatte so 12 Leute. Also schon eine anständige Größe, also nicht so ein, mit 3 Leuten ist das noch einfacher, sich auf eine Sache zu fokussieren. Und mit 12 Leuten hat man ja auch schon so ein gerüttelt Maß an Stakeholdern, die so vorbeikommen und alle haben noch so ein Anliegen, was sie auch noch gelöst haben wollen. Und da schreibt man dann als Ticket auf und sagt, das muss ich auch noch machen. So, also, wenn ich rede von selbstorganisierte Teams können echt schnell und gut liefern, rede ich von einer Reduktion von 1,5 Jahre auf 6 Wochen. Ich kann das auch in einem anderen Beispiel machen. Wir haben ein Team begleitet, da waren 7 Disziplinen in einem Scrum-Team versammelt.
Und in so in der Auftragsklärung hat jemand gesagt, wir brauchen, also wir wissen nicht so genau warum, aber wir brauchen für so ein Feature im Grunde immer ein Vierteljahr. Und ich weiß, dass da schon in meinem Kopf aufplinkte, 7 × 2 sind 14, ne? Das klingt so verdächtig nach einem Vierteljahr. Und tatsächlich war das auch so. Was die gemacht haben ist, die haben die Aufgabe schön zisilliert und hat jeder in jedem Sprint seine Aufgabe gemacht und das in den nächsten Sprint übermittelt. Und dann brauchte man für ein Feature mindestens ein Vierteljahr. Das ist keine gemeinschaftliche Arbeit. Das ist übrigens auch nicht das, was Scrum von einem will. Und was dann half, war mal so ein Coding-Dojo zu machen, also 24 Stunden für ein Feature, zack, war fertig. Lag übrigens 1,5 Jahre im Backlog, das Feature. So. Also, es geht um zusammen an einer Aufgabe arbeiten. Damit das funktioniert, braucht man selbstorganisierte Teams. Also ich brauche nicht einen, der sagt, oder eine, du machst das und du machst das und du machst das, sondern ich brauche ein Team, das zusammen an einer Aufgabe arbeitet. Und dafür muss so ein Team wissen, wohin die Reise geht, also was wollen wir hier eigentlich erreichen, um was geht es jetzt hier genau oder welche Frage müssen wir lösen. Und die müssen wissen, wie sie zusammenarbeiten. Und ich werde mich heute in dem Vortrag darauf konzentrieren, wie geht das mit der Zusammenarbeit. Also wie kriegen Leute das hin, dass sie gut zusammenarbeiten, also dass sie zusammen eine Aufgabe erfüllen und nicht nacheinander, weil bei nacheinander ist man bei dieser 7×2-Lösung, wenn die Sprintlänge jetzt 2 Wochen sind. Genau. Das heißt, was man schaffen muss, ist, man braucht irgendeinen Weg, wie man zusammen Aufgaben erfüllt. Und damit man das erstmal klarkriegt, braucht man vor allem Transparenz darüber, was so ein Team gerade so macht. Also ihr kennt das, ne? Dieses im Sprint-Planning, dass dann Leute sagen so, ja, das kann ich übernehmen und das kann ich übernehmen, aber ich muss auch noch für Peter, Paul und Maria das. Das steht da zwar nicht, aber das ist noch, habe ich noch. Kennt ihr das? So, hilft nichts. Der ganze Grumsch muss an die Wand. Und es tut total weh. Also man kriegt dann auch zum ersten Mal klar, wenn man Sachen nicht fertig kriegt, ne? Weil man kriegt ganz viele Sachen fertig, aber die standen dann nicht auf der Wand. Also das Erste ist erbarmungslos alles an die Wand. Und das ist ein schmerzvoller Prozess. Weil dann muss man sich auch mal eingestehen, dass man das von Peter, Paul und Marie alles angenommen hat. Wie arbeiten wir zusammen? Das, was wir ganz oft tun, ist, wir arbeiten in unserer Disziplin, weil in unserer Disziplin sind wir stark. Und wir fragen uns bei Aufgaben, wenn die da so sind, was ist mein Anteil daran? Und dann warte ich darauf, dass ich irgendwann den Staffelstab kriege. Das meint nicht, zusammenzuarbeiten. Zusammenarbeiten heißt, ich setze mich mit jemandem hin und wir kriegen nochmal diese Aufgabe vom Tisch. Und wenn ich das nicht kann, dann werde ich es lernen. Es gibt so ein ganz tolles Simulationsspiel, Okaloa Flow Game. Kennt das jemand? Kann man mal eine Hand heben? Das sind eindeutig zu wenige Hände. Okaloa Flow Game, da kann man Folgendes machen, da hat man so ein Kanban-Board oder so eine Wandzeitung, ist auch egal, wie das Ding heißt, und da laufen so Aufgaben durch und da kann man durchsimulieren, wenn ich zu einer Aufgabe mit 20% nur beitragen kann und in der Zeit nichts Eigenes mache, sondern ich tue nur, also von deinen 100% 20 dazu, also mit einem wahnsinnigen Verlust und guck mal, was wir zusammen hinkriegen. Kann man durchsimulieren und ihr werdet rauskriegen, ihr braucht, also dieser kleine Beitrag, den ihr leisten könnt, weil es nicht eure Disziplin ist, führt dazu, dass man total schnell durchkommt als Team. Und es gibt Teams, die machen das. Ich weiß, dass mein Bruder ist Systemadministrator und er hat mit einem Scrum-Team gearbeitet. Und er hat sich da ganz gezielt hinbeworben, weil er vorher derjenige war, der immer gesagt hat, also das, was sie hier deployen will, aus Security-Gründen geht das nicht. Da war immer der, der hinten Nein gesagt hat. Das fand er einen Scheißjob.
Dann ist er in so einem Scrum-Team angefangen. Jetzt ist das so ein Problem, also Security by Design. Ne? Also da kommt am Tag kommen halt drei Leute vorbei, haben eine lustige Frage. Und ansonsten hat er da nichts zu tun. Haha. Der hat sich gefreut wie ein Keks und hat gesagt, in jedem Projekt lerne ich eine neue Programmiersprache. Und er hat seine 20 oder 30 oder 40% dazu beigetragen. Und das hat die Teamleistung besser gemacht und die mussten zum Schluss nicht deployen, weil das Ding war gut gebaut. Da waren alle Kompetenzen an Bord zu dem Zeitpunkt, wo man sie gebraucht hat. Und zusammenarbeiten, zusammenliefern heißt, ich setze mich halt als Backend-Entwickler neben den Frontend-Entwicklern und sage, du, ich habe gerade nichts zu tun. Du hast da die folgende Aufgabe, was ist jetzt mein Beitrag dazu? Und das kann man dann schön im Pair machen. Wenn es besonders knifflig wird, kann man mal einen Mob machen. Mob. Wie viele sind sicher in Mob-Programming? Kann man mal Hände heben, wer schon mal im Mob programmiert hat? Okay, sind auch noch zu wenig. Ist ganz einfach, ne? Man sucht sich zusammen eine Aufgabe und sagt, wir zusammen auf sie mit Gebrüll. Hier ist der Bildschirm, wir gucken alle zusammen drauf und wir versuchen, das zusammen zu lösen. Und es lohnt sich, eine Aufgabe zusammen zu erfüllen. Das kann man ausrechnen, das kann man nachweisen, das kann man machen. Damit das funktioniert, brauchen wir eine Transparenz über den Arbeitsstand. Dafür braucht man diese Wandzeitung, damit man überhaupt weiß, was auf dem Tisch ist. Und dann, ihr stellt Fragen, wenn ihr Fragen habt, ne? Wie kann man das nachweisen? Was kann man wie nachweisen? Dass es sich lohnt. Mein Chef sagt, wenn du Leute gleichzeitig dran setzt, ist total ineffizient. Also die Frage war, wie kann man das nachweisen, wenn man 5 Leute dran setzt, das ist total ineffizient. Der Trick ist es, einmal zu machen und es zu beweisen. Also ich bin Mathematikerin, ein Beweis durch Beispiel ist eigentlich nicht zulässig. Aber tatsächlich, also es gibt Dinge, die kriegen wir rational null klar. Es fühlt sich falsch an. Es fühlt sich falsch an, 5 Leute mit einer Aufgabe zu betreuen. Selbst Pair-Programming, ich weiß nicht, wie viele Debatten ich schon über Pairs hatte. Der eine sitzt doch nur und sagt, was der andere tun soll. Das ist doch Quatsch. Die sind schneller. Also da gibt es Studien drüber. Also über Pair-Programming hat Microsoft zum Beispiel große Feldstudien gemacht. Die sind schneller im Pair und sie sind vor allem fehlerresistenter. Da kommen weniger Fehler bei raus. Weil alter Falter, wenn ich da so sitze und dann tippe ich so, da bin ich sofort im Tunnel. Ach, Tunnel kommt noch, ne? Also bin ich im Tunnel und check nicht mehr, dass ich noch so ein bisschen links und rechts gucke. Der neben mir sitzt oder die neben mir sitzt, die sind nicht im Tunnel. Und das hilft mir als derjenige, der gerade tippt, besser zu werden, weil ich darüber nachdenken muss, weil das jemand einwirft. Also über Pair-Programming könnte ich Links geben und für Mob-Programming habe ich noch keine Studienergebnisse gesehen, aber ich weiß, dass es funktioniert und der einfachste Weg zu beweisen, dass Pair- und Mob-Programming sich rechnet, ist, es zu tun. Damit das funktioniert, braucht man Transparenz über Arbeitsstand. Ihr erinnert euch, große Wandtafel, alles ran, alles ran. Bei Kanban heißt es, visualisiere den Fluss deiner Arbeit. Das meinen die auch so. Die meinen nicht, visualisiere ein bisschen von deiner Arbeit, sondern alles. Dann heißer Tipp, niemals warten. Es gibt ja so bösartige Studien darüber, was es mich kostet, von einer Aufgabe in die andere zu wechseln, ne? Also man sagt so 20 Minuten Umrüstzeit. Also so rein von, ich habe so eine Aufgabe richtig gut beim Wickel und ich habe die nächste Aufgabe gut beim Wickel. Was wir ja oft machen ist, wir haben so ein Ticket, das fangen wir an zu bearbeiten und dann kommen wir an so eine blöde Stelle und sagen, jetzt eigentlich grün oder blau, weiß auch nicht, ja, da muss ich nochmal nachfragen. Tipper, nachfragen. Paula ist im Urlaub. Ach so, ja, dann lege ich das erstmal zur Seite. Nächstes Ticket. Ich habe die Grün- oder Blau-Frage nicht gelöst. Also ich bin nicht fertig geworden, ich habe nicht geliefert. Und ich brauche 20 Minuten, um das nächste Ticket reinzukommen. Im Zweifelsfall, um rauszukriegen, dass da irgendwas noch nicht fertig ist. Also
Manche Leute haben in ihren Wandzeitungen so ein Waiting for Feedback. Ich hätte einen ganz heißen Tipp. Das Ding darf nicht sein. Sondern da braucht man dann eine Teamregel. Sowas wie, wenn ich an die Stelle komme, entscheide ich selbst. Muss ich halt sagen, grün oder blau, und schreibe ich halt ins Ticket. Hab keinen gefunden, ich habe mich jetzt für grün entschieden. Und die Teamregel muss auch heißen, das bleibt stehen. Also es darf nicht wieder abgeräumt werden. Eine andere Variante ist, auf sie mit Gebrüll. Also dann sagt man halt hier, also ich habe ein Problem, ich komme nicht weiter. Dann kann die ganze Truppe sich fragen, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann kann man ja mal ausschwärmen. Irgendeinen wird man schon finden, der was dazu sagt. Und wenn dann jemand sagt, das ist Zeitverschwendung, sagt man, es ist noch viel mehr Zeitverschwendung, wenn wir darauf warten, dass jemand antwortet. Also warten, nicht zulassen. Das ist Waste. Das ist, macht keinen Sinn. Und zu warten, nicht zulassen, gehört halt auch, wenn ich so in meiner Disziplin gerade nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun habe, so, dann kann ich mich rein theoretisch in die Ecke setzen. Ich könnte aber auch einfach darüber nachdenken, bei wem setze ich mich denn jetzt dazu? Also wo macht das Sinn? Also da ist dieser Begriff von T-Shape, ne? Sich so ranpirschen, die 20% liefern. So. Ihr seid alle noch bei mir, ne? Gut. Und das sind alles keine schweren Dinge, die ich ja sage, ne? Ich komme gleich noch dazu, warum uns das so schwer fällt. Ja? Die Frage ist, wenn ich jemanden unterbreche, wie lange braucht er, um wieder in die Aufgabe zu kommen? Und das ist wie neu anfangen. Und also in meinem Leben gilt, ich schreibe Bücher und ich kann das mit diesen 20 Minuten total bestätigen. Und das, was ich mache, ist, ich gehe quasi in Klausur. Also ich bin nicht mehr auf dieser Welt, wenn ich Bücher schreibe, weil ich weiß, jeder Anruf, jede Chatnachricht, jeder Ping holt mich raus. Es geht nicht. Was man sich fragen muss, ist, will ich als Entwickler oder Entwicklerin dahin, wo ich bin, wenn ich Bücher schreibe? Also, oder brauche ich nicht noch so eine Gesprächsfähigkeit? Und das wäre dann per Programming. Das muss man aber rauskriegen. Also es gibt halt für die Leute, die so an so tief in ein Thema rein müssen, braucht man das immer mal, dass man sagt, das ist ganz gut, wenn wir genau eine Person quasi schützen und die kann dann alleine in den Tunnel. Da muss man nur aufpassen, dass sie sich nicht bescheißt und da verschwindet drinne. Und in vielen Fällen ist aber die Frage, upsala. Ja, so ist es. In vielen Fragen ist aber die Frage, wie schaffen wir das noch, eine Gesprächsfähigkeit zu erhalten? Aber auch da gilt, wenn ich die Leute, die in Gesprächsfähigkeit sind, rausreiße, die brauchen alle wieder, um wieder reinzukommen. Und ich finde zum Beispiel sowas wie, wir haben die Teamregel, ab 14 Uhr klingelt kein Telefon mehr durch, keiner guckt in Slack, sondern wir zusammen arbeiten an dieser Aufgabe. Könnte man mal ja machen, kann man auch einfach mal ausprobieren. Und dann kriegt man raus, rechnet sich wahrscheinlich. Und das sind Sachen, die müsst ihr ausprobieren. Also ihr müsst für euch rauskriegen, wie kommt ihr da in eine gute Zusammenarbeit, ohne zu warten. Noch eine Frage dazu. Wenn ich aber immer 3-4 Projekte von 3-4 Kunden gleichzeitig so liegen habe und der eine wartet, dann kann ich doch währenddessen an dem anderen arbeiten. Dann ist jedes einzelne Kundenprojekt dauert ein bisschen länger, aber so die Gesamteffizienz ist hoch, würde ich sagen. Also die Hypothese war, wenn ich 3 oder 4 Kundenprojekte habe und ich mache die so quasi, der eine wartet und da warte ich gerade auf eine Zulieferung, da kann ich ja in der Zeit das andere machen. Da war deine Hypothese ist effizient. Ich kann dazu Links raushauen mit Studien, die zeigen, man ist schneller, wenn man total konzentriert, in Summe auch schneller, ein Ding nach dem anderen fertig macht. Aber wenn ich nun warten muss, das ist ja der Gesprächsansatz. Du meinst, du musst auf den Kunden warten. Ja, die Frage ist, also das ist natürlich hohe Kunst. Und erfordert, also das ist wirklich ein hohes Level, aber zu versuchen, in eine Nicht-Warten-Position mit dem Kunden zu kommen. Und das ist die Stelle, an der
agile Projektmethoden reden ganz viel davon, dass die Kunden heimlich Teammitglieder sind. Ne? Das habt ihr schon mal mitgeschnitten, ne? Und das ist hohe Kunst, einen Kunden so nah ranzuholen, dass man nicht mehr warten muss, weil der ja mit bestimmten oder die mit bestimmten Abhängigkeiten im eigenen Laden arbeiten muss. Aber ich würde darüber nachdenken, was könnt ihr dazu beitragen, damit ihr mit denen schnell sein könnt und nicht warten müsst. Ich würde nicht darüber nachdenken, wie kriege ich einen guten Switch von einem Projekt zum anderen hin, sondern meine Empfehlung wäre mal, den Fokus darauf zu kriegen, wie schaffen wir das, ein Projekt zügig mit einem Kunden oder einer Kundin zu schaffen. Ups. So. Teil des Projektes sind und es auch nicht sein werden wollen. Genau was du sagst. Es ist schön, wenn ein Kunde sich als Teil des Projektes begreift. Es gibt aber viele Kunden, die das nicht wollen und die auch sagen, ich bezahle dich dafür, dass du das machst und nicht umgekehrt. Also es gibt ja viele Realitäten, die damit reinspielen. Und die Frage, die ich dann stellen möchte, wie gehe ich denn damit um? Wie grenze ich das ab? Ich finde den Anspruch richtig, das zu reduzieren, aber ich muss ja zur Kenntnis nehmen, dass immer eine Restmenge bleiben wird, wo mir das nicht gelingt. Was macht mich denn? Okay. Ist alles gut, ich komme damit zurecht. Frage war, wie gehe ich denn jetzt mit den Realitäten um, wenn der Kunde nicht warten will oder wenn das Umfeld nicht so ist? Also als ich die Folie geschrieben habe, habe ich mich gefragt, ist das gut, dass ich hier so ein Optimum hinschreibe mit niemals? Also strebe an, niemals zu warten. Es beschreibt einen Veränderungsprozess, dahin zu kommen. Und dann ist die Frage, also was man machen kann, schön, ne? Also was du machen kannst, ist, du kannst transparent machen, was das Warten gerade kostet. Und du kannst jemandem den Preis aufzeigen, kannst du sagen, und den bezahlst du übrigens mit. Und ich würde das auch so machen, dass ich Umschaltzeiten irgendwo im Angebot mit drin habe. Also denen klar machen, dass ihr Verhalten meine Performance aussteuert. Und darüber würde ich ein ehrliches Gespräch mit den Kunden und Kundinnen suchen. Das habe ich als Projektmanagerin, als ich noch Projektmanagerin war, regelmäßig getan. Und ich erinnere mich an einen Fall, da hatte ich mal, da sagte da mein Gegenspieler, also ein Bereichsleiter einer Bank, auf der anderen Seite sagte, ich würde gerne die Projektleiterin XYZ einsetzen. Da habe ich gesagt, okay, das erhöht bei uns die Projektmanagementkosten um 20%. Da habe ich mich blöd angeguckt und er hat gesagt, ich möchte die haben. Da habe ich gesagt, ich wiederhole das, das erhöht unsere Projektmanagementkosten auf 20%, weil das bedeutet für uns eine andere Art von Kommunikation, die notwendig ist. Da hat er gesagt, das meinen Sie so, oder? Da habe ich gesagt, ja, das meine ich so. Die haben die 20% bezahlt, weil ihm war es wichtig, diese Projektleiterin einzusetzen. Und das ist transparent, brutale Transparenz über das, was du tust. Und mit dem Trick, das einfach offen zu legen, kann man wahnsinnig viel erreichen. So. Also die Frage war, ich bin quasi halb fertig mit meinem oder dreiviertel fertig mit meinem Feature, kommt noch einer um die Ecke und sagt, kannst du da bitte noch diese kleine Stelle verändern? Sagt man, ja, kann ich machen, dauert länger. Sagt er, ist ja Quatsch hier, wieso brauchst du denn dafür länger? So, zack, ist man in einer Kompetenzdebatte über die eigenen Programmierkenntnisse. Das ist ja scheiße, ne? Der Trick ist zu sagen, du, ganz ehrlich, das, was ich gerade höre, ist, also ich habe gesagt, das dauert dann länger. Ich programmiere schon sehr lange, bitte glaube mir das. Und
ich kann das gerne tun. Ich würde das nach dem nächsten Release machen. Da kann ich das einarbeiten, dann funktioniert das. Und dieses, dass da jemand in der Form reinfummelt, das würde ich benennen. Also ich würde dem das zurückgeben. Weil die Kompetenzdebatte könnt ihr nur verlieren. Also ich, wenn Leute nicht so wahnsinnig viel Ahnung haben, was die anderen tun, ne? Dann hat man so Vorannahmen. Also ich erlebe das regelmäßig, dass ich als Organisationsentwicklerin reinkomme und ich denke dann so, naja, so schwierig ist das ja nicht, was sie tun, ne? So, wusstet ihr, dass Brotverkaufen wetterabhängig ist? Also Bäckereien, Großbäckereien steuern ihre Kuchenproduktion mit Tabellen aus, wie das vorherige, wie der Verkaufsverlauf im letzten Jahr war. Das ist die eine Komponente. Die zweite Komponente ist die aktuelle Wettervorhersage. In meiner Welt backen die Kuchen. Und dann finde ich die Frage mit, na, dann können ja eine neue Kuchenform erfinden, auch nicht so schwer. So, aber da stand dann einer von mir und sagte, Judith, ganz ehrlich, das, was du gerade willst, das wird nichts. Weil wir kriegen jetzt hier so 25 Grad, das ist die beste Kuchenzeit. Und ich, what? Ja, 30 ist, da verkaufen wir wieder nichts, ist zu heiß. Dann landen die irgendwie, die gehen da nicht raus. Bei 20 ist auch noch zu kalt oder die essen Eis, aber bei 25 sind wir im Rennen. Und das ist halt, und ich glaube das Leuten dann, wenn die Kompetenz, aber diese, wir haben Vorannahmen über andere und da muss man halt sagen, Alter, das hier mein Gebiet und ich weiß, um was es geht. Und deswegen ist das schlauer, also mit all der Erfahrung, die ich habe, ist, wir machen das jetzt so. Und das muss man ansagen. Du kannst jemanden nicht überzeugen, der keine Ahnung hat. Ich kann niemanden, also überzeugen ist ein Prozess, wo zwei Leute sagen, ja, okay, ich habe einigermaßen gecheckt, was der Sache ist. Ja, es geht so. Ich kann, also, und deswegen muss ich das eher ansagen. Ist ein bisschen unfreundlicher Vorgang, hilft nichts, aber ich habe so auch gelernt, dass das super Projekt, das ich vorhatte, nichts wurde, weil es kam eine Schönwetterphase. So. Floristen haben das gleiche Problem, die sind auch wetterabhängig. So, das, was man noch braucht zum Zusammenarbeiten, ist voneinander zu lernen. So, so einfach geht das. Ja? Habe ich? Ja, okay. Entschuldige. Damit das alles funktioniert, also das, was davor ist und das danach ist, braucht man Zeit. Also ich muss mal Zeit haben, darüber nachzudenken, was hier eigentlich in meinem Team passiert. Und wenn alle Leute sich vollballern mit 100% der Aufgaben, und eigentlich schon nicht auf der Kette haben, dass irgendwann mal irgendwer krank wird, also was ja passieren wird mit einer Wahrscheinlichkeit, die 100% beträgt, dann werde ich nicht darauf gucken können, was passiert hier eigentlich und wie machen wir das besser. Und in allen agilen Methoden gibt es Slack. Und Slack wird dann so toll missbraucht zu alle zwei Wochen, 4 Stunden darf ich machen, was ich will. Und dann guckt noch einer heimlich, ob da ein geiles Projekt bei rausgekommen ist. Das ist nicht Slack. Slack heißt, sich nicht auszuplanen. Slack heißt, Zeit zu haben. Und es ist gar nicht schwer, weil man muss beim Sprintplanning, muss man einfach nicht auf 100%, also dann bin ich zu, sondern auf 80% dann bin ich zu rechnen. Das ist alles, was man tun muss. Also euer neues 100% ist 80%, weil der Rest ist Slack. Ihr werdet die Zeit brauchen und im Zweifelsfalle, um zu gucken, was im Team los ist. Was passiert hier gerade? Okay? Ja? Das heißt, du planst dann auch immer nur praktisch die Entwicklungsarbeit, die getan ist und nicht die organisatorischen Prozesse drumherum. Also ich versuche, wenn ich, also planen finde ich sowieso total schwierig. Wenn, versuche ich auf Komplexität zu gucken, also tatsächlich Planning-Poker im eigentlichen Sinn zu machen und nicht in Zeiten auszuplanen. Und die Frage ist immer, schafft ihr das? Also das Bauchgefühl fragen, macht es nicht so kompliziert, macht nicht eine Wissenschaft und fragt euch, habe ich jetzt für 4 von 5 Tagen, also fühlt sich das so an, als hätte ich genug zu tun? Ja, das ist daran, dass wir planen mit 100% und haben eine Erfahrung damit gemacht. Aber wir planen halt alles ein, was an organisatorischen Dingen drumherum ist. Also, mhm.
Plan nicht gefällt, können wir es auch irgendwie anders nennen. Okay, alles klar. Es gibt Leute, die schaffen das, ihre Aufgaben so fein durchzuziselieren und zu schätzen, dass sie sich durchplanen können. In dieser Welt würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt auch Zeit geplant, wo ihr nichts tun wollt. Super. Genau. Also mir ist egal, wie das Ding heißt, aber wenn ihr sowas habt, wie ihr habt euch Zeit vorgenommen, in der ihr die sozusagen ungerichtet ist, wo man noch nicht weiß, was passiert, dann ist das Slack. Gut. So, Wandzeitung habe ich schon erörtert. So, jetzt ist die Frage, warum, also so wahnsinnig schwer, was auf dem Ding war, also auf der letzten Folie, so wahnsinnig schwer ist das ja nicht und trotzdem kriegen wir es nicht hin. Und wir kriegen das nicht hin, weil in vielen Fällen unser Reputationssystem von meiner Kompetenz abhängt und davon, dass ich etwas geschafft habe. Und dann gibt es so Modi, die dabei entstehen. Also ich habe das heute noch nicht fertig gekriegt, aber morgen schaffe ich das. Wenn ich das hingekriegt habe, dann habe ich Zeit. Wir müssen das noch zu Ende machen und dann können wir das alles abräumen. Das kennt ihr, oder? Das sind alles Tunnelaussagen. Das ist sich selbst betrügen. Das ist, ich bin in meinem Tunnel, ich versuche das irgendwie abzuarbeiten und dann merke ich, von links und rechts kommt noch was und das schiebe ich weg mit einem. Wenn ich das fertig gemacht habe, habe ich Zeit dafür. Das ist der Tunnel. Und jeder von uns ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit irgendwann im Arbeitsprozess im Tunnel. Und wenn wir im Tunnel sind, im Tunnel ist man alleine. Also jeder hat auch so sein, ne? Und da ist man alleine und da arbeitet man alleine und da arbeitet man nicht zusammen. Und das Krasse ist, wenn ich im Tunnel bin, der einzige Mensch, der da nicht so richtig gut rausfindet, das bin ich. Also so Tunnel sind ganz schön kompliziert. Also man muss ganz schön klar sein mit sich und der Welt, dass man sagen kann, Kacke, ich sehe hier nur noch meine Aufgaben und das Team nicht mehr. Ich sehe nicht mehr unsere Aufgabe, ich sehe nur noch meine Tickets. Das fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer. Das ist, also da muss ich ja auch sagen, ich bekomme das nicht hin. Oh, das ist ein schwieriger Satz, oder? Es geht so nicht. Komm, morgen mache ich noch und dann kriege ich das hin. Das können wir. Also diese Nummer mit dem Selbstbetrug. Warte, ich muss das noch schnell machen, dann kann ich dir das morgen geben, dann kannst du weitermachen. Ich muss dann noch gucken. Aber der Satz, ich schaffe das nicht, den können wir ganz, ganz schwer. Das ist eine Aussage, die macht einen ja auch verletzlich, ne? Also zu sagen, ich kann nicht. Jetzt ist die Frage, was kann ich denn als Team tun? Dass wir trotzdem in eine Zusammenarbeit kommen, wenn der Einzelne nicht sagen kann, ich kann das nicht. Ich kann dich gerade gar nicht fragen, ob du mir hilfst. Ich bin in meinem Tunnel. Ich sehe nur meine Aufgaben. Und dafür muss man was machen. Und das ist total brutal. Da müssen die anderen Teammitglieder anfangen, etwas zu machen. Und im Grunde müssen wir es ansagen. Also nicht nur anbieten, sondern unterstützen. Also wenn jemand im Tunnel ist, wenn ich hingehe und sage, du sag mal, du hast ganz schön viel zu tun, kann ich dir was abnehmen? Dann wird der oder diejenige sagen, nee, ich kriege das schon hin. Weil das darüber nachdenken, was könnte ich jetzt abgeben oder wie sieht denn jetzt diese Unterstützungsform aus oder wie geht denn das jetzt mit dem Pern und müssen wir nicht einen Raum dafür buchen oder was ist eigentlich mein Problem? Das kostet ja Zeit, ne? Aber da ist jemand im Tunnel, der will seine Aufgabe machen. Das heißt, was ich brauche, ist jemand, der außerhalb des Tunnels sagt, du, ich hätte mal einen Vorschlag. Folgende Aufgabe sollten wir zusammen machen, und zwar jetzt.
Der einzige Weg, Leute aus dem Tunnel zu holen, ist, da so reinzurufen, zu sagen, jetzt, hier, das ist die Richtung, hier bin ich, komm zu mir. Und das ist nicht nur anbieten. Also ich erlebe das immer mal, dass wir Teams begleiten und dann sagen die, ja, ich habe den noch gefragt, ob ich was tun kann. Der hat Nein gesagt. Ja, dann habe ich gedacht, ja, okay. Das reicht nicht. Und ich selbst kann das sagen. Also ich bin inzwischen ganz gut, nicht mehr im Tunnel zu sein. In Abständen rutsche ich da noch rein und ich kriege das nie selbst raus. Sondern mir sagt jemand, du bist gerade im Tunnel. Also nicht nur anbieten, sondern wirklich unterstützen. Jetzt die ganze Liste abarbeiten, ne? Zu sagen, das können wir im Perm machen, das können wir im Mob machen. Sag mir noch mal genau, was deine Fragestellung ist. Vielleicht habe ich noch einen Beitrag, also ins Gespräch kommen, Slack nutzen dafür, darüber nachzudenken, was da passiert. Und jetzt habe ich noch so ganz konkrete Dinge, die man auch üben kann in so einem Team. Zu checken, dass jemand im Tunnel ist. Für die Leute, die so eine richtig schöne physikalische Wandzeitung haben, könnte man ja für jeden Tag, wo so eine Aufgabe an der Wand ist, so einen Punkt draufkleben, ne? Und dann kann man sich mal fragen, wie viele Punkte haben wir hier eigentlich? Und da sieht man, wer im Tunnel ist. Weil da gibt es dann so Leute, die sagen, ja, ich muss noch diese Kleinigkeit, also diese fast fertigen Aufgaben, ne, die auf der Wandzeitung nicht wandern, die kriegen dann halt Punkte und es wird transparent. Das ist ein Weg zu sehen, dass jemand im Tunnel ist. Ich habe hier gerade so eine fröhliche Masernsammlung. Darf ich mal fragen, Tunnel kann ja auch positiv belegt sein. Also es gibt ja auch Aufgaben, da muss man sich konzentrieren. Und Also die Frage war, der Tunnel kann auch positiv sein. Ich bin bei dir, es gibt bestimmte einzelne Aufgaben, da kann sich ein Team zusammen entscheiden, das wird die Person XYZ machen, die schützen wir, dass die in den Tunnel kann. Das ist ein bewusster Vorgang. Und dann hat man aber auch abgesprochen, wann ungefähr jemand wieder auftaucht. Und der Tunnel, diese Art von Tunnel, den gilt es zu schützen. Die Frage war, wie erkenne ich diesen positiven Tunnel? Mit einer muss mal so richtig tief in das Tee reintauchen und irgendwas Neues rauskriegen. In meiner Welt ist, man hat das vorher besprochen, welche Art von Aufgabe das ist und man hat angesagt, ich werde jetzt in den Tunnel verschwinden und es dauert voraussichtlich einen Tag. Und wenn jemand sagt, es dauert 2 Tage, würde ich sofort fragen, warte, mit wem machst du das zusammen? Dann mal ab zu 2 dahin. Also die, und da kommt wieder Pair-Programming oder im Pair-Arbeiten. Also was Unterstützendes finden, dass Leute sich da nicht verlieren. Und das eine ist, sich einen Kontrollpunkt zu setzen. Und das zweite wäre, zum Beispiel im Paar da reinzugehen. Ist meistens sowieso bei Verbeißen die schlauere Variante. Also die Frage war, neigt man nicht dazu, das noch granularer zu machen? Also für mich ist ja viel Plan totaler Waste, ne? Also was wir darüber nachdenken, wie lange wir für irgendwas tun, zum Machen brauchen, bevor wir es tun. Und ich würde immer versuchen, Leute davon abzuhalten, zu sagen, komm, Bauchgefühl sagt mir 3 Stunden, 5 Stunden, 8 Stunden und das reicht. Macht es nicht zu. So, die Erkenntnisse, die man dann hat, kann man dann ja wieder zurückbringen, kann sagen, was man daraus gelernt hat. Aber dann ist man wieder im Gespräch. Und diese vermeintliche Sicherheit in Planen und Abschätzen, die kostet euch wahnsinnig viel Kraft, geht total auf so eine Kompetenzdebatte, weil ihr es vielleicht doch nicht gesehen habt, was da passiert ist und es nützt euch nichts. So, du hattest eine Frage?
Ja, genau. Also die Frage war, zwei Leute im Tunnel, also das, also im Prinzip gilt, die sind nicht so schnell im Tunnel, aber wenn die verschwunden sind, dann sind die richtig verschwunden. So. Und das ist die Frage, was macht denn das Restteam? Also so ein da selbst organisiertes Team. Bevor ich die Frage annehme, würde ich gerne einmal Leistungsfähigkeit ansprechen, Tunnelradar machen. Was wir bei uns im Team machen, ist Folgendes. Bei uns im Daily steht Tunnelradar grün, gelb, rot. Was ich für mich, also was wir rausgekriegt haben, kein Mensch schreibt da rot hin, ne? Weil das würde ja heißen, ich bin im Tunnel. Was du aber fühlst, ist, es wird gerade eng für dich. Das heißt, das, was wir machen, ist, das ist schon sehr weit in der Sprachfähigkeit. Wir können schon sagen, ich bin kurz vor dem Tunnel. Also es fühlt sich schon gehetzt an. Ich habe gerade so einen Blick sehr stark auf meine Aufgaben, kann die anderen nicht mehr so gut sehen. Dann schreiben wir Tunnelradar gelb. Und dann passiert so ein kleines Wunder, weil es dauert dann nicht lange. Da klingelt das Telefon und sagt jemand, du, ich habe mir überlegt, ich könnte folgende Aufgabe von dir nehmen. Ist okay, ne? Das ist das, was bei uns passiert. Also wir sagen an, wenn wir das Gefühl haben, wir sind kurz vor dem Tunnel. Weil wir für uns rausgekriegt haben, den Punkt kriegen wir zu fassen. Und manchmal muss man jemandem sagen, es wäre ganz bene, wenn du rot hinschreibst und folgende Aufgaben nehme ich dir übrigens ab. Also wir haben eine Sprachfähigkeit über jemand taucht weg und macht Einzelarbeit und nicht mehr Teamarbeit haben wir bei uns im Team erreicht. So. Dann gibt es noch dieses total probat, ganz schnell zu machen, ist Folgendes. Wenn Leute im Tunnel sind, dann haben die ja gerne so 5 Aufgaben, die da so sind. Die Frage mit, was kann ich dir abnehmen, kann ja kein Mensch beantworten. Aber was ich tun kann, ist zu sagen, du, wir gehen jetzt diese Liste durch. Also ich nehme jetzt eine halbe Stunde Zeit, wir gehen jetzt die Liste durch und wir diskutieren mal, was du mit diesen einzelnen Aufgaben machst. Nein, das machen wir nicht morgen, das machen wir auch nicht übermorgen, das machen wir jetzt. Und dann geht man die durch. Und es ist total befreiend für Leute, die gerade in Einzelarbeit versunken sind, zu sagen, ja, jetzt, wo du mich so fragst, könnte ich das auch Paul geben oder Maria. Aber die brauchen jemanden, also Leute, also selbstorganisierte Teams heißt, sich gegenseitig zu führen. Und das ist eine Führungsaufgabe, jemandem zu sagen, du bist gerade hier nicht auf Teamkurs, du bist hier auf Einzelarbeitskurs und ich unterstütze dich dabei, da rauszukommen. Deswegen gehen wir alle deine Aufgaben durch. Und gerne findet man dann auch nach, ach, folgende Aufgaben stehen gar nicht drauf, dann schreib die doch erstmal hin und dann verhandeln wir sie. Also, und das ist eine Führungsaufgabe, die man in einem selbstorganisierten Team füreinander leisten muss. Führung ist da nicht weg, die funktioniert nur anders. Und in einem selbstorganisierten Team werden wir uns gegenseitig führen müssen. Ein Weg ist, Handlungsoptionen zu entwickeln für Leute, die eine lange To-Do-Liste haben. Und da gibt es immer welche. Und sei es, dass derjenige, der gerade mehr Zeit hat, aber nicht aus der Disziplin kommt, dass man sich fragt, wie kann der jetzt da mitarbeiten? Ja? Genau. Also die Frage war, was fand man mit Daily Do ist? Ich würde alle Aufgaben, die ich mache, transparent machen. Dazu würde ich mich immer fragen, wenn Aufgaben ständig wiederkommen, kann man die auch automatisieren? Also so. Also warum kommen die wieder, würde ich mich auch noch fragen. So, und es geht, upsala. Aus irgendwelchen Gründen will mein Rechner hier manchmal nicht. So, also alle Aufgaben transparent machen und für Teams, die so Dauerläufer haben, wäre immer meine Frage, warum sind das Dauerläufer? Es gibt Sachen, die liegt im Geschäftsmodell, die müssen wiederkommen. Es gibt aber ganz viele Aufgaben, die machen wir, weil wir sie immer gemacht haben und alleine das zieht uns schon in den Tunnel und dann wollen wir sie schnell zu Ende kriegen, damit wir die meinetwegen Projektarbeit machen können und verschwenden nicht die Zeit darauf, sich zu fragen, wie kriege ich denn dieses Thema als solches weg? Und dafür bräuchte ich Slack, ne? Darüber nochmal nachzudenken. Was tun wir hier gerade als Team? Macht es Sinn, dass wir diese Aufgaben ständig wieder machen? So, damit das funktioniert, müssen wir gegenseitig in Führung gehen und dafür müssen wir konkrete Angebote an die anderen Teammitglieder machen. Und das kann jeder von euch in diesem Raum.
Jeder von euch kann darüber nachdenken, was kann ich meinem Teammitglied links oder rechts sitzend von mir anbieten? Wartet nicht darauf, dass euch ein Angebot gemacht wird, sondern macht eines. Verändert selbst. Einfach anfangen. So, und jetzt habe ich noch ein... Ja? Nee, alles super, klar, eine Frage, aber wir reden ja immer von einem Team. Ja. Es soll ja jeder an diesen Modellen partizipieren und sich gegenseitig zu coachen, sich gegenseitig zu führen, das hat ja nun mal schon auch viel mit Erfahrung zu tun. Und naturgemäß wird eines entstehen, dass ich Hierarchien entwickle. Gehe ich denn damit um? Ich werde Senioren haben, die dann eher führen als Junioren. Eine der großen Learnings bei uns, also wir haben Bezeichnungen wie Junior und Senior haben wir nicht. Es gibt Sachen, wo du fachlich kompetenter bist, ja. Ich lerne von jenem Junior, der im Team ist, weil die stellen so geile Fragen, über die ich noch nie nachgedacht habe. Und ich lasse mich von Junioren führen. Na, mir geht es nicht darum, dass Senioren das nicht zulassen oder einen Titel oder ja. Das haben wir auch nicht. Sondern ich sage, meiner Lebenserfahrung nach entsteht das automatisch. Jemand, der gerade aus dem Studium kommt, mit Anfang 20, hat einfach nicht die Lebenserfahrung wie jemand, der 40 ist. Okay. Dann, glaube ich, muss ich anders anfangen. Wir sind Gruppenwesen und wir leben immer in Gruppen mit Hierarchien. Also wir können gar nicht anders. Und ich finde Hierarchien nicht böse, sondern ich finde Hierarchien dann böse, wenn Leuten eine Verantwortungskompetenz zugeschrieben wird, die sie nicht wahrnehmen können. Und die Frage ist, braucht man wieder Slack, muss man drauf gucken, ist das gut, was wir hier als Team tun? Also bauen wir jetzt hier gerade so einen Absicherungsvorbehalt irgendwo ein? Muss immer noch mal einer jemand gucken, ob jemand perren darf oder nicht? So, und wenn ich das rauskriege, kann ich sagen, Moment, das ist nicht gut, lass uns das lassen. Das ist ein bewusster Umgang damit. Aber dass einige bei bestimmten Themen mehr entscheiden können als andere, das ist total natürlich. Und das finde ich auch total okay. So. Aber gegenseitig führen heißt auch zu sagen, ich kann das hier gerade besser, ich mache das jetzt auch. Also ich mache das oder ich entscheide das. So, damit so ein Gespräch über Tunnelauslastung so stattfinden kann, wäre es gut, wenn man sich gut Feedback geben kann und das auch nehmen kann. Also so ein Satz wie, ich glaube, du bist im Tunnel, da muss man sich ranpirschen, ne? Weil erstmal sagt jemand, nee, ich habe das hier voll im Griff. So, da gab es jetzt zwei, ne? Der eine, der Feedback gegeben hat, das ist nicht so schlau, so einfach rauszurotzen, du bist im Tunnel, und für die anderen ist halt, nee, ich habe das hier voll im Griff, ist halt auch nicht angenommen. So. Also kann man üben. Ich würde immer üben mit, was machst du gut? Was bewundere ich an dir? Was schätze ich an dir? Was würde ich gerne von dir lernen? So, auf dem Weg kommt man gut in die Sprachfähigkeit und nickelt nicht gleich an den Sachen rum, die man nicht kann. Schwächen zugeben ist so mehr so advanced. Alles das, was ich jetzt hier beschrieben habe, da hilft es, wenn man das explizit macht, wie es läuft. Also wir denken im Daily zusammen darüber nach, was wir machen, wenn irgendwo drei Punkte auf einer Karte sind. Das ist ein Stopp für uns. Wenn ich das explizit mache, dann wird was passieren. Wenn ich sage, naja, wir kümmern uns dann, wenn es zu viele sind, ja Himmel, Herrgott, ne? Was sind denn jetzt eigentlich zu viele? Da guckt man nicht mehr bewusst drauf. Also deswegen macht eure Regeln explizit, erklärt euch und macht es. Und das ist der ganze Trick. Es ist total einfach. Alles, was ihr schaffen müsst, ist, Dinge zusammen zu machen. Und Dinge macht man zusammen, indem man rauskriegt, wie lösen wir diese Einzelaufgabe. Und die kann man alleine machen, die kann man zu zweit machen, die kann man mit allen machen. Aber habt euch als Team im Blick. Und wenn ihr das habt, dann kriegt ihr auch geliefert. In diesem Sinne, viel Erfolg.